Cramix hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 10 mysteriöse Ereignisse, die niemand erklären kann, reagieren. Ich bin sehr gespannt, was dort alles für mysteriöse Ereignisse am Start sein werden. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1, lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Die Welt ist voller Geheimnisse und auch im Internet stoßen wir regelmäßig auf Videos, die uns fragen lassen, wie das möglich ist. Okay. Es gibt immer noch so viele Dinge auf der Erde, die wir nicht erklären können und auf die wir keine Antwort haben. Deshalb zeigen wir dir heute 10 dieser mysteriösen Ereignisse, die mit der Kamera eingefangen wurden und die niemand erklären zu können scheint. Hast du eine Antwort auf eines dieser Ereignisse? Dann lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich kann alle Fragen beantworten, keine Sorge. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Immer gönnen. Nummer 10. In dem folgenden Video läuft ein Interview zwischen einem Sportler und einem Reporter. Und kann ich jetzt schon erklären. Da ist so eine Frau, die dann auf einmal weg ist im Hintergrund, aber die ist genau in dem Moment weggelaufen. Während er damit beschäftigt ist, Fragen zu beantworten, passiert im Hintergrund etwas Seltsames. Wie du sehen kannst, gibt es eine Reihe von Personen in dem Video, aber schau dir die Frau mit den blauen Jeans genau an. Sie verschwindet auf unerklärliche Art und Weise vom Bildschirm. Könnte der Fernsehsender nur einen Zaubertrick aufgenommen haben oder geht hier etwas anderes? Nein, das wurde auch schon aufgelöst. Also da habe ich auch schon mal Video... irgendwo haben wir da schon mal drauf reagiert und das wurde auch aufgelöst. Das war einfach eine Frau, die ist zufälligerweise im selben Moment weggelaufen und ist auf Toilette gegangen. Einige Leute glauben, dass die Frau eine Zeitreisende sein könnte, während andere sagen, dass sie einfach hinter der Frau mit dem Trolley herläuft. Ja. Wenn das der Fall ist, dann wäre das ein unglaubliches Timing gewesen. Ja, war's auch. Was denkst du, was hier passiert ist? Schreibe es in die Kommentare. Es ist eine Zeitreisende. Nummer 9. In diesem Video reiste der YouTube-Kanal namens TagRex in die Mitte der Wüste von Nevada. Mhm. Sie entschieden sich, zu einem Ort mit einem geothermischen Phänomen zu gehen, das als Teufelskessel bekannt ist. Aus der Kuppel der Höhle steigt Dampf auf, der manchmal über 80 Grad Celsius erreicht. Das Team hat ein iPhone 11 Pro an einer Drohne befestigt und diese in das heiße Wasser getaucht. Auf den ersten Blick scheinen die Unterwasseraufnahmen nichts Außergewöhnliches zu sein. Aber als sie das Telefon noch tiefer ins Wasser absenken, hören sie etwas Beunruhigendes. Hör einfach zu. Wie du hören konntest, schien es, als würden viele Menschen unter Wasser schreien. Andere glauben, dass dies der Teufel selbst sein könnte. Ziemlich gruselig. Dieser Ort wird nicht umsonst der Teufelskessel genannt. Gut, jetzt habe ich Angst, Leute. Jetzt habe ich Gänsehaut. Okay, also da habe ich leider keine logische Erklärung dafür, aber das hat sich schon echt sehr unheimlich angehört. Nummer 8. Das war gerade eine Gruppe von Motorradfahrern des YouTube-Kanals Fredder Crafty fuhr 2017 durch die Wälder von Banda Aceh in Sumatra, Indonesien, als sie an einer Stelle auf eine kleine mysteriöse Figur stießen. Lul. Alle blieben für einen Moment stehen und beschlossen dann der Gestalt nachzugehen. Ja, das die ist so ein Gestalt schien einen Stock in den Händen zu haben und rannte so schnell er konnte zurück ins Gebüsch. Die Gruppe der Motorradfahrer versuchte ihn zu finden, aber weil er so klein war, konnten sie ihn nicht wiederfinden. Einige Leute in den Kommentaren ich hab mich glauben, voll dass erschrocken, die kleine Alter. Gestalt ein Mitglied des Mantestammes war, einer Gruppe von indigenen Pygmäen, die hier leben sollen. Es gibt jedoch ein Problem mit dieser Behauptung, denn der Mantestamm soll nur eine Legende sein, da nie ein wissenschaftlicher Beweis für ihn gefunden wurde. Die Regierung von Aceh machte sich später auf die Suche nach der Figur, konnte aber keine Spur von ihr finden. Auf was sind die Biker hier gestoßen? Was? Jo, das wird irgendein Dschungelvolk sein. Also ich würde da nicht mal denken, dass, also nicht mal sagen, es ist irgendwas Übernatürliches, sondern es gibt ja wirklich... gerade in diesen Urwäldern und so gibt es ja wirklich so Stämme, die da einfach seit Jahrhunderten so nur unter sich leben. Und die sind auch einfach noch kleiner, die Menschen da, weil die nicht so überernährt sind wie wir so in so, in diesen, sage ich mal, also Menschen werden ja über die Jahrhunderte sind wir immer größer geworden, weil wir einfach überernährt werden. Und wenn die da seit Jahrhunderten, sage ich mal, in ihrem Dschungel leben, wo die einfach eher weniger Nahrung haben, deswegen sind die auch kleiner. Also da gibt es, es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen von diesen Dschungelstämmen, dass sie einfach kleiner sind noch so. Deswegen, also das wird das halt einfach sein. Was denkst du? Nummer 7. Was die Einheimischen von Monterey am 17. Mai 2006 am Himmel sahen, fliegende war unerklärlich. Hexe. Nach Meinung vieler Leute konnte man eine Hexe auf ihrem Besen über den Bergen in der Stadt Nuevo León in Mexiko fliegen sehen. Weil diese Sichtung so bizarr war, hatten die meisten Nachrichtensender in Mexiko sie im Fernsehen übertragen.
Andere Menschen, die nicht an Hexen glauben, sagen, es könnte ein UFO gewesen sein. Aber laut einem UFO-Experten, der das Videomaterial analysiert hat, war es wahrscheinlicher, dass es eine Hexe war als ein UFO. Was ist denn ein UFO-Experte? Als wäre das irgendwas, was man studieren kann, als wüsste genau der, wie UFOs aussehen. Kanischer Offizier, der behauptet, das Gleiche gesehen zu haben, sagt, dass er sogar einmal von einer Hexe angegriffen wurde. Nun ist es allgemein bekannt, dass die Geschichten über Hexen auf realen Personen beruhen. Aber ob sie auf ihren Besen fliegen können, ist nie wirklich bewiesen worden. Das halte ich für ein Gerücht. Was denkst du, was hier mit der Kamera eingefangen wurde? Schreibe es in die Kommentare. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? das glaube ich nicht. Also das muss irgendwie fake oder vielleicht war es auch einfach ein Drachen, der irgendwo da von auf den Berg steigen lassen wurde. Also so ein Kind, so diese Drachen, ihr wisst, so im Wind. Weil selbst wenn es Hexen geben sollte, dann ist das, glaube ich, mehr so ein Märchending mit ihren spitzen Hüten und auf einem Besen und so. Also versteht ihr, wie ich meine? So, dass, ja. Nummer 6. Tausende von seltsamen Dingen werden jedes Jahr an den Stränden der Welt angespült. Aber was regelmäßig vor der Küste der Insel Sado in Japan angespült wird, ist ziemlich gruselig. Hunderte von leeren Booten aus Nordkorea sollen jedes Jahr an der japanischen Küste zu finden sein. So leer wären sie allerdings nicht, wenn man einigen Geschichten Glauben schenken darf. Die Einheimischen nennen diese herrenlosen Boote auch Geisterschiffe. Es wird angenommen, dass nordkoreanische Fischer, die auf der Suche nach Fisch waren, zu weit aufs Meer gefahren sind. Andere Leute glauben, dass diese Fischer legendären Meeresmonstern und Geistern auf der See begegnet sind, wie dem Yongwang zum Beispiel. Der Yongwang würde ahnungslose Menschen von ihren Booten zerren und sie in einen Unterwasserpalast bringen. Wenn du diesen Geschichten nicht glaubst, dann bleibt dieses Ereignis immer noch ziemlich mysteriös. Na gut. Nummer 5. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendein Yongwang Unterwasserwesen ist, was irgendwelche Fischer in den Unterwasserpalast führt. Eher weniger. Es wird wahrscheinlich einfach so sein, dass es rausgetriebene Boote sind, ja, also. Im folgenden Video sehen wir einige strollende Hunde, die aus irgendeinem Grund versuchen, die Stoßstange eines Autos abzureißen. Die Hundebande hat einfach der das Auto des weißen Autos namens Cem Akar war überrascht, als er am nächsten Tag sah, dass sein Auto stark beschädigt war. Er dachte, dass jemand wahrscheinlich versucht, etwas aus seinem Wagen zu stehlen und meldete es der Polizei. Aber als sie die Überwachungskamera eines nahegelegenen Ladens überprüften, sahen sie, dass etwa 8 streunende Hunde die Übeltäter waren. Warum die Hunde die Stoßstange des Autos zerstört haben, bleibt bis heute ein Rätsel, sogar für die Polizei. Der Besitzer, der das Auto für etwa 550 Euro reparieren lassen musste, denkt, dass sich möglicherweise eine Katze irgendwo versteckt hat. Denn was sollte es sonst sein? Ja. Was denkst du? Aber krass, wie viel Kraft Hunde auch haben, es waren wahrscheinlich so größere Hunde, dass die einfach so eine Stoßstange rausgerissen haben von einem Auto, Alter. Ganz Nummer 4. Das folgende Video ging 2015 viral und zeigt eine Stadt, die sich in den Wolken irgendwo in China bewegt. Obwohl viele Menschen sagen, dass es sich um eine Videobearbeitung handelte, sagen andere, dass sie an diesem Tag das Gleiche am Himmel gesehen haben. Bis heute gibt es keine Möglichkeit zu verifizieren, ob das Video echt ist oder nicht. Experten sagen, dass, wenn das Video echt ist, es wahrscheinlich eine Fata Morgana ist. Eine Fata Morgana, auch Luftspiegelung genannt, ist ein optisches Phänomen, bei dem es große Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Luftschichten gibt. Aber vielleicht war es eine Stadt aus einer anderen Dimension, die vorübergehend aufgetaucht ist, ja, oder 10er. Vielleicht macht sich unser Gehirn nur etwas vor. Das Videomaterial sieht meiner Meinung nach ziemlich echt aus. Ja, dann war es halt safe eine Fata Morgana. Also wenn da jetzt wirklich eine fliegende Stadt gewesen wäre, wie so in, wie heißt der Avengers-Film, Age of Ultron, so eine fliegende Stadt, das wüsste ja die ganze Menschheit schon, so dass es sowas mal gegeben hat. Also, ja. Nummer 3. Seit Jahrhunderten versuchen die Menschen herauszufinden, wie man auf dem Wasser gehen kann. Aber in der Bibel wird beschrieben, dass Jesus der Einzige war, der auf dem Wasser gehen konnte. Doch wenn wir diesem Bild glauben, gibt es auch Menschen auf der Welt, die das können. Aber ich hatte auch ein Video gefunden, in dem wir einen Mann sehen, der im Fluss Ganga irgendwo in Indien auf dem Wasser geht. Obwohl einige Leute glauben, ja, dass da er ist halt wirklich so eine, auf dem Wasser geht. Da ist halt einfach so eine Sandbank, Alter, das ist doch klar. Könnte es eine Erklärung geben? Es ist offensichtlich, dass er sich in der Mitte des Flusses befindet, aber vielleicht ist der Fluss an einigen Stellen seicht und so geht er auf einer Sandbank. Ja, die Frage ist also, ob es in diesem Teil des Flusses eine Sandbank gibt.
Da auch mehrere Vögel in der Mitte des Flusses zu sehen sind, wird vermutet, dass es sich um eine Sandbank handelt. Ja, danke. Was meint ihr dazu? Schreibe es in die Kommentare. Danke. Nummer 2. Vor kurzem ging ein Video viral, das in San Juan County im US-Bundesstaat Utah aufgenommen wurde. Ein mysteriöser Monolith wurde gefunden, der irgendwo in einem Canyon in der Wüste stand. Was ist denn ein Monolith? Er wurde von Biologen an Bord eines Hubschraubers bemerkt und gemeldet. Sie zählten gerade Schafe, als die Metallsäule plötzlich ihre Aufmerksamkeit erregte. Nach einigen Nachforschungen stellte sich heraus, dass die 3 Meter hohe Metallsäule im Jahr 2016 aufgestellt worden war, aber erst 4 Jahre später entdeckt wurde. Die Identität desjenigen, der das Ding in der Wüste errichtet hat, bleibt bis heute ein großes Rätsel. Es ist auch rätselhaft, wozu der Monolith gebaut wurde. Einige Leute glauben, dass der Monolith etwas mit UFOs und Aliens zu tun hat. Der Monolith wurde wenige Tage, nachdem er im Internet viral ging, von dem Gelände entfernt und es ist leider immer noch unbekannt, warum der Monolith all die Jahre in der Wüste stand. Sieht aus wie eine Sonnenuhr. Nummer 1. Was in diesem Video passiert, ist meiner Meinung nach einer der gruseligsten Dinge, die ich je gesehen habe. Warte mal, Jesus-Statue öffnet Augen, steht da. Oha. Jesus is alive. Jesus-Statue öffnet ihre Augen. Das ist meiner Meinung nach einer der gruseligsten Dinge, die ich je gesehen habe. Du siehst, in der mexikanischen Stadt Saltillo gibt es ein christliches Kirchengebäude mit einer Statue von Jesus Christus. In diesem Video, das irgendwann im Jahr 2016 aufgenommen wurde, sehen wir eine Person, die das Gebäude und die Statue filmt. Nach einer Weile scheint die Jesus-Statue ihre Augen zu öffnen. Viele Leute in den Kommentaren sagen, dass es ein Zeichen von Gott ist, während andere sagen, dass das Videomaterial bearbeitet wurde. Ein paar Sekunden, nachdem Jesus seine Augen geöffnet hat, schließt er sie auch wieder. Dieser Moment... Ach, das ist bearbeitet, safe. ...an sich ist schon gruselig genug, aber die Tatsache, dass Jesus in die Kamera zu starren scheint, ist noch viel gruseliger. Gläubige Menschen sagen, dass Jesus eines Tages auf die Erde zurückkehren wird. Könnte dies ein Vorgeschmack auf das sein, was kommen wird? Oder wurde das Videomaterial bearbeitet? Was denkst du? Ich finde auf jeden Fall, diese Statue an sich sah schon sehr gruselig aus. Aber gut, Leute, also die meisten Sachen, würde ich sagen, konnten wir ja erklären. Was ich am krassesten noch fand, war echt das mit dem Unterwasser-iPhone, weil... Also wenn das wirklich erstmal so heißes Wasser war, dann kann ja da eigentlich kein Lebewesen so zumindest schmerzlos drin sein, wenn das über 80 Grad heißes Wasser ist. Und deswegen, ich weiß nicht, wo die... Also kann ich nicht erklären, wie diese Schreie da oder dieses Geräusch entstanden ist. Das fand ich sehr unheimlich. Aber ansonsten, glaube ich, konnten wir alles erklären. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mein Instagram und meinen Gaming-Kanal und auch gerne meinen Streamer-Let's-Kanal aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymix.